Hello there. Also, wir sind gerade in der Aufnahme. Ja, ich wollte nur sagen, dass wir jetzt auf die Prank Bros reagieren, nämlich irgendwas mit dem Game Master. Ach du Scheiße! Ey, das ist mein T-Shirt, Mann! Krass. Wenn du Marvin finden willst, löse erst dieses Rätsel und schreibe mir die Antwort auf WhatsApp. Du hast nur einen Versuch. Was ist ein Schokoladenkeks unter einem Baum? Bitte einer hier darauf antworten in den Kommentaren. Ein Schokoladenkeks unter Es einem ist mein Baum? nächster Tag und zwar, viele haben jetzt in die Kommentare geschrieben, habe ich schon gesehen. Ich gehe jetzt kurz nochmal auf das Video wegen dem Rätsel, also, da haben mir viele weitergeholfen. Guck jetzt mal das Top-Kommentar an. ZKS schreibt, es heißt ein schattiges Plätzchen. Like dafür, dass es richtig ist. 361 Daumen hoch, ein schattiges Plätzchen, 147 Daumen hoch, hier nochmal 50 Daumen hoch, ein schattiges Plätzchen, alle liken, dass sie es sehen. Okay, die Antwort ist ein schattiges Plätzchen. Also es ist bombenfest. Jetzt gehe ich mit Marvins Handy, weil Marvin hat immer mit dem Game Master geschrieben, ich muss mit Marvin Handy jetzt benutzen. Und jetzt schreibe ich dem Game Master ein schattiges Plätzchen. Da bin ich mal gespannt, was er dann antwortet. Dann soll er mir echt einen Hinweis geben, wo Marvin ist. Schattiges Plätzchen. Nicht mehr und nicht weniger. Abschicken. Und jetzt mal abwarten, was der Game Master schreibt. Der hat einen Haken geschickt, einen grünen Haken hat er geschickt. Wartet mal. Ich gehe jetzt mal auf WhatsApp. Er hat ein iPhone, warte. Sieht das auf WhatsApp so aus? Kann sein, dass das beim Android anders aussieht, aber bei mir sieht es so auf WhatsApp aus. Also, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Also, eine kleine Veränderung ist da. Also, ich glaube, das ist dieser WhatsApp-Fake-Chat. Mal abwarten, was der Game Master schreibt. Der hat einen Haken geschickt, einen grünen Haken hat er geschickt. Einfach nur einen grünen Haken. Schreib den jetzt mal. Was ist mit Marvin? Wo ist Marvin? Zack. Mal gucken, was er jetzt schreibt, ey. Ich will jetzt einen Hinweis, Mann. Game Master hat geschrieben. Boah, die Koordinaten. Ich glaube, das ist der Ort, wo Marvin ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, scheiße, keine Ahnung, wo ich hin will. Ich muss die jetzt kopieren und kurz mal in Google reinhauen. Ich habe gerade nachgeguckt, das führt in den Wald. Alter, ich muss übelst aufpassen. Vielleicht muss ich mich irgendwie bewaffnen oder so, keine Ahnung, ich hab Schiss. Auf jeden Fall, es führt in den Wald. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Und ich will Marvin jetzt zurückholen, Mann. Let's go. Okay, Leute, die Koordinaten habe ich genau in den Wald geführt, wo wir schon mal waren. Ich glaube, ihr kennt diesen Wald hier auch. Die meisten von euch auf jeden Fall, die uns aktiv verfolgen. Das Gute ist, man sieht hier gut durch. Also, es ist nicht mehr so blätterig. Ich hoffe, ich finde Marvin auf jeden Fall. Und jetzt geht es erstmal ab in den Wald. Da hinten rechts werde ich mal hier reingehen und dann gehe ich mal tief rein und gucke, ob ich irgendwas finde. Hoffentlich gibt der Lebenszeichen von sich oder so, ey. Ich habe das Rätsel gelöst. Wir haben das Rätsel gelöst. Danke nochmal an alle, die in die Kommentare das Rätsel geschrieben haben, die Lösung. Und jetzt hoffe ich, finden wir Marvin, ey. Dann erreicht es langsam. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt hier rechts rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Game Master ahnt, dass wir den Weg hier lang gehen. Weil wir waren ja schon mal hier und warum sollte er uns ja genau hier hinführen? Weil die Koordinaten sind genau in diesem Punkt, wo wir halt schon mal selbst waren. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir da lang gehen, was finden können. Weil sonst würde alles andere jetzt keinen Sinn ergeben. Ich kenne mich hier sonst gar nicht aus. Ach man, Ich hoffe, wir finden Marvin. das geht mir zu lange. Ich habe keinen Bock auf sowas. So. Bitte, bitte, bitte. Marvin! Marvin! Na, geht einfach mal den Weg lang. Alles matschig hier. Ich bin so krank, komisches Geräusch gehört, als ekelhaft. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein Reh war oder so. Also irgendwas. Ach, keine Ahnung, ich drehe noch durch. Bevor es dunkel wird, jetzt echt mal auf Suche gehen. Ich gehe mal diesen Weg lang. Das ist auch der Weg, den wir früher mal reingegangen sind. Ups, hier ist ein Baumstamm. Kommt drüber jumpen. Marvin! 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 Hey! Marvin! 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 Hörst du mich? Hörst du mich? Ey, Marvin, bist du wach? Hey, hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Marvin! Wo bist du, Marvin? Jetzt hier! Oh, shit, warte, warte. Ah, scheiße! Wie ist das drum gemacht? Ich kann nicht. Schauspielerische Leistung on top. Man sieht doch, dass es kein echtes Blut ist. Mann, gebt euch ein bisschen mehr Mühe.
nach Hause. Ja. Raum. Weiß ich nicht. Ein schwarzer Raum. Ich hab da. Was ist das? Was geht ab, Mann? Check. Plus. Sind so Symbole? Plus? In Klammern der Anfang. Was soll das heißen? Hey, das hat der Gamer geschrieben. Was hast du gemerkt? Ich hab was gerade gesehen. Sieht aus wie ein Baum. Was ist das? Ein Baum? Ich glaube, es sind Bäume. Was ist das denn? Dann steht da Plus. Wellen. Das sind so Wellen. Und dann der Anfang. Der Anfang? Hä? Was soll das heißen? Was bedeutet man? Steht da ein nächster Hinweis oder was? Kann sein, ja. Oh, ich glaube, du hast die Dusche erst gar nicht gesehen. Ja. Alter. Die duschen zusammen, aber no homo. Hey Leute, falls ihr bedenken könnt, was das bedeuten könnte, schreibt es in die Kommis, helft uns. Scheiße, oh Mann, Mann, Alter. Ja, Leute, schreibt uns, ihr müsst das herausfinden. Ey, deswegen, Leute, helft uns auf jeden Fall. Neues Rätsel, glaube ich. Ja, Mann. Scheiße. Ich glaube, das sind Bäume. Ja. Also Leute, zieht... Waschung. Bäume mit Wasser. Leute, wenn ihr euch irgendwas zusammen rein könnt, ne, in die Kommis, ich bin echt gespannt, was ihr schreibt. Weil ihr habt uns auch schon sehr weit geholfen. Gebt einen Daumen hoch, wenn wir denen die Maske abnehmen sollen, Leute. Ja, Mann, gebt einen Daumen hoch. Sehen wir uns, wenn wir weitere Informationen haben. Ja, Mann, du rufst dich jetzt mal aus. Mhm. Und Leute, nur dann schaffen wir das. Wie gesagt, wir wollen den Schuh packen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon zum nächsten Video. Ich hoffe, mit. Es ist immer dasselbe Prinzip. Irgendwas ist mit dem Game Master, ein Hinweis. Dann versucht man dem Hinweis nachzugehen und so. Wird natürlich immer über 10 Minuten gestreikt. Und dann am Ende, der Game Master hat ein neues Rätsel. Helft uns bitte! Das ist echt nervig. Ja gut, dann würde ich sagen, cringe! Und tschüss.